meine lieben Freunde, bei The Evil Within mit mir, dem J-Mo, hier bei Moonwalks Mo. Ja, wir sind wieder zurück, hier in dem Haus der Victorianus. Zwei Sachen. Das ist mir aufgefallen beim letzten Mal, ich habe was vergessen hier drin. Hier war etwas. Achso, das war nur die Flasche. Ich dachte, hier wäre noch etwas. Naja, egal. Jetzt haben wir halt eine Flasche. Auch gut. Nee, ich dachte, wir hätten... Hier wäre noch irgendwas Besseres gewesen. Aber wir haben nur noch eine Sache oder ein Zimmer zu betreten. Das ist das da oben. Zwei Schlösser haben wir ja schon. Ist es nur noch das in der Mitte geblieben? In der Bibliothek waren wir ja. Schon. Oh, und wir haben hier wieder das Bild dieser kaputten Familie. Mehr ist hier nicht. Oh, okay. Vase. Vase. Schleichen. Oh. Verdammt nochmal. Und da sieht man jetzt das Bild mal in einer besseren Pracht quasi. Den allen fehlen die Augen. Und mir ist aufgefallen, da gibt es noch eine Sonnenblume. Die habe ich total übersehen. Hier sehen wir nochmal diese Bilder. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass es diese Bilder hier ständig in einer Überzahl gibt. Also immer wieder dieselben Bilder. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die haben sich ja dann scheinbar immer wieder dieselben Bilder kopieren lassen. Und hier haben wir zwei. Unterer Safe-Zahlrad. Ein altes Zahlenrad. Eine Safe ist mit den Ziffern 0 bis 9. Wenn dem so ist. Da oben wissen wir ja, das ist ein Fallbeil da oben. Wir können das jetzt nochmal angucken. Wir können es aber nicht vervollständigen. Brauchen wir auch nicht. Wegen einem einzigen Raum. So, wir wissen, wir müssen runter in das Musikzimmer dafür. Unten sind es zwei. Oben sind es 11. Hallo Licht. Und jetzt ist auf einmal das Bild komplett. Seltsam. Und jetzt müssen wir den Safe öffnen. Also, oben haben wir, wie gesagt, 11. 11. Und unten hatten wir 2. Wow! Willkommen im Geheimzimmer. Hier haben wir überall irgendwelche blutigen Safes von Bildern, die wir schon kennen. Ich wollte da jetzt nicht durchrennen. Und wir kommen zum letzten Arbeitszimmer. Zur letzten Gehirnbank. Uah. Oh, willkommen, Mr. Hauf. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Stimulation des zingulären Kortex, Zentrum der Hoffnung. Da oben, Hauf. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Es ist nicht ausreichend. Jetzt haben wir hier, das ist in dem Frontalstirnlappen irgendwo hinter dem Auge. Aber dann müssen wir aufpassen, dass wir das nicht zu krass machen. Wir haben als Richtlinie
die zwei Dinger hier, das müsste irgendwie ein bisschen so dazwischen sein. Also diese zwei Nadeln, die da drin sind, das dient ja so ein bisschen dem Orientieren. Nicht, dass wir ins Vertrauen reinstechen. Wir müssen einfach nur unterhalb des einen bleiben. So, gerade Linie runter zu dem müsste eigentlich dann richtig sein. Ich hoffe es zumindest. So ein bisschen vielleicht noch so. Haha, hihihihi. War das richtig? Wie grausam und eklig das doch ist. Das war die letzte. Wir gucken noch mal kurz. Vielleicht haben wir ja irgendwas dafür bekommen. Nee, haben wir nicht. Na gut. Ah. Dann gehen wir hier mal durch diesen blutigen Flur. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie. Ach so. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag geleistet. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen? Das war doch keine Drohung. Das war lediglich ein Hinweis darauf. Okay, hallo. So. Los. Und das Gute bei den Sneak-Angriffen ist, glaube ich, die bleiben dann halt auch vorerst zumindest tot. Okay. Was war das denn für eine Dunkelheit, die da rauskam gerade? Ich habe auch Zeit. Und die Tür öffnet sich. Ich liebe enge Gänge. Nee, tue ich überhaupt nicht. Ja, jetzt sind wir hier drin gefangen. Das mit dem Licht hilft auch gar nichts. Was? Sauberer Schnitt. Gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Wovor hast du Angst, mein Kleiner? Abziehen, nicht zerreißen. Alles freilegen. Diese Sätze kennen wir. Glaube ich. Die hat auch Dr. Wie hieß er? Valentino? Valimero? Ich habe vergessen, wie er hieß. Hallo Geister, Junge. Rufik. Ja, der heißt Ruben Victoriano. Und der hat uns extra hier hingeführt, damit wir Puppen kaputt machen können. Ich frag mich, was das sein soll. So ein bisschen. Ist es Blut oder? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall viel.
Wir haben gerade so ein Blitzding bekommen. Es könnte gut sein, dass es uns darauf hinweist, was wir tun sollen. Da hat sich hier auf jeden Fall ein Schwein herumgedoktert. Schweine sollen ja dem Menschen relativ ähnlich sein. Jetzt führt er uns scheinbar hier weiter. Und das Blut, diese Blutpartikel, den folgen wir. Aber wir können auch nichts anderes machen. Komm an, sprich mit uns. Ich weiß ja nicht, was du vorhattest. Erzähl uns deine Probleme. Wir sind hier, um, naja, zumindest irgendwas dir zu helfen vielleicht. Es wird immer mehr von dem Zeug. Und wir haben hier ein schickes Türchen mit... Was ist das? Einem Schwein? Ich weiß es nicht. Als Wappen. Ich bin voll im Kreis gelaufen. Müssen wir dagegen jetzt kämpfen? Gegen Blutmann? Toll. Alter, was? Ich weiß nicht, ob wir hier schnell genug durchgehen. Ich versuche hier nur sicher wie möglich durchzugehen. Puppe? Och nö, was? Da hat jemand ein Problem mit Puppen. Und Masken. Ich habe sie diesmal nicht angefasst. Ich hab damit überhaupt nichts zu tun, Mann. Ah, verdammt, das Ding macht gar nichts. Mann, du verdammter Kindskopf. Was zum Teufel? Achso. Komm schon. Oh nein! Du hast uns das angetan! Ich hab gar nichts getan! Calimero hier. Ich meine. Kurzer Check an die Decke. Ein bisschen Leben hat es uns gekostet, leider. Uiuiuiui. Er will seine Schwester zurück. Ich glaube, er hatte das Problem, dass eben. Deine Schwester gestorben ist? Kartenfragment 17.
Victoriano Estate. Ah, okay. Da haben wir es nochmal gesehen. Sonnenblumen. Scheinbar wurde sie angezündet oder sie ist verbrannt bei... Ich habe keine Ahnung, bei was sie verbrannt ist. Vielleicht in der Scheune. Vielleicht hat sie in der Scheune gespielt oder war in der Scheune. Weil, warum auch immer. Und dann gab es dann Feuer. In diesem Sonnenblumenfeld. Ja, das kommt uns doch bestimmt jetzt sehr bekannt vor. Und diese einfältigen Bauern, die haben aus welchem Grund auch immer die Scheune angezündet, wo die Schwester drin war. Warum wurde ich hierher geführt? Wir können hier nichts aufhalten. Also wir können hier auch ziemlich weites Feld mit Sonnenblumen. Aber ja, warum wurden wir hierher geführt? So. Warum? Können wir? Nee, können wir nicht. Okay. Ich will nur gerade gucken, ob es hier irgendwas dahinter gibt. Hier ist ein Zaun. Weil wie gesagt, ich glaube sehr stark, dass wenn wir da reingehen, die Scheune auch Feuer fangen wird. Ja, hier können wir nichts machen. Ein bisschen Moon gibt es hier noch. Also alles, was wir tun konnten, haben wir getan. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie... Nochmal zwei Schuss, okay. Mir graust es ein bisschen davor, da reinzugehen. Aber was bleibt uns anderes übrig, hä? Das ist die Schwester. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Den werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Die haben hier einfach nur gespielt. Und warum? Hey, ich glaube, da sind Kinder drin. Ich habe nichts gehört. Sie hätten doch wenigstens mal nachfragen können, diese Schweine. Was zur? Feuer? Ist da jemand? Öffnet die Tür! Ruben! Ruben, bitte, du musst klettern! Das ist schrecklich. Ich sollte hier schnell raus. Da! Ja? Und wie kommen wir dahin? Ah, hier. Schneller, 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 schneller. Warum? Was bringt das? Ich habe keine Ahnung. Wir machen es einfach mal. Ich glaube, ich kann sowieso nichts anderes machen. Und jetzt? Oh Gott. Das bringt gar nichts. Wir werden hier verbrennen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ach so.
Okay, wir haben es doch geschafft. Wow! Au! Not again! Alter, ich verstehe doch deinen Schmerz! Verdammt! Dafür gar nichts. Ich zeige dir, was Schmerzen sind. War das jetzt schlecht? Ey, ich kann nichts dafür. Nein! Okay. Guck mal, ich kann mich nicht mal umdrehen. Da ist eine Wand, okay. So. Ich kann nichts tun, außer hier laufen. Beatrice, bitte. Du musst was essen. Sonst wirst du zu schwach. Meine Kinder. Ich will... Beatrice, wir haben das doch besprochen. Manchmal höre ich seine Stimme. Im Keller. Er klingt so nah. Dort unten ist nichts. Wie oft soll ich das noch sagen? Warum ist er dann immer verschlossen? Warum darf ich nicht runter? Hallo? Das macht einen wahnsinnig, das Ganze hier. Sind wir jetzt schon wieder im Elternzimmer? Da können wir nicht rein. Dann haben wir einen Geheimgang. Ist zu. Das war die Kapitel 9. Haben wir überlebt. Ich freue mich darüber. Ich speichere jetzt und in der nächsten Folge sehen wir dann, wo wir da hinkommen. Erstmal kurz. Nee. Abbrechen. Ich muss ja hier speichern. So. Das war's. Ich weiß nicht, wo wir jetzt als nächstes hinkommen. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes passiert mit uns und mit Sebastian Castellanos. Ja, mal schauen. Bis dahin. Euer Jemmo hier, weiterhin am Zittern in dann später Kapitel 10. Bis dann, bye bye!